naja, mal auf, darauf geguckt, dass quasi in diese, in diesem Zeit, in dieser Zeit man eigentlich sehr wenig Körperkontakt hatte. Und dann jemand kommt, der auch noch männlich ist, der Frauen behandelt, ihn, sie aus dem Korsett befreit und ihnen dann die Hand auflegt auf Stellen, wo ihre Männer wahrscheinlich noch nicht mal ran dürfen, so ist das schon ein ziemliches Affreux, würde ich mal sagen. Und das ist ja nicht besonders angenehm, glaube ich, für die Resi am Anfang. Und auch also neu auf eine komische Art und Weise. Und trotzdem bewegt es aber etwas in ihr, so sehr, dass sie dann wieder sehen kann auf einmal. Wo sind denn die Magnete? Ich habe herausgefunden, dass sie nicht notwendig sind, um das Fluidum in Bewegung zu setzen. Von allen Körpern der Natur wirkt auf den Menschen am wirksamsten der Mensch selbst. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Homo homini lupus. Aber Wolf bin ich keiner. Ach, das ist unpassend, pardon. Ich weiß auch nicht, was mir da eingefallen ist. Doch, ich finde es durchaus passend. Ich habe nur eher an die positive Wirkung gedacht. Mais naturellement. Ich glaube, deswegen respektiert sie ihn extrem, aber er ist trotzdem nicht jemand, der weder sie noch ihn so nah an sich ranlässt. Also da besteht permanent eine Distanz zwischen den beiden, die auch nie aufgeholt wird. Also es ist immer nur therapeutisch und deswegen, glaube ich, kann auch diese Freundschaft zwischen Agi und Resi entstehen, weil es für Resi gar keinen anderen Menschen gibt, dem sie sich wirklich anvertrauen kann. Weil mit dem Messner tut sie es nur bedingt. Also alles, was quasi ihre Leiden betrifft, aber nie, was sie wirklich bewegt.